Hallo, ich bin Katja Romani, Regisseurin von Ostwind. Skateboard vom von der Schulter runter und nach vorne drehen. Ostwind ist ein Traumprojekt für mich, weil ich halt ganz viel erzählen kann über meine eigene Erfahrung und mein eigenes Erleben mit Pferden. Katja und ich haben uns eigentlich gleich gut verstanden. Sie war, ich weiß nicht, schon vom Casting aus hat sie sich dann kurz mit mir unterhalten. Und dann, wir haben uns gut verstanden. Genau. Guck früher, als du ran dachte ich, ja. Ich sag das nicht, weil eine Kamera hier ist. Man ist ganz, ganz ernst, die tollste Regisseurin, die ich hier hatte. Es ist noch nie so gewesen, dass wenn man Vorschläge macht, dass sie das irgendwie nicht gut findet. Ja, lass uns eine Alternative machen. Ja. Katja weiß ganz genau, was sie will. Das ist so ein bisschen typisch Katja. Ich bin auch noch nie mit jemandem so gut klargekommen wie mit ihr. Ja, also sie macht es meiner Meinung nach echt cool. Die Herausforderung ist mit Pferden, ja, das kann man ja planen, wie man will. Also dann geht das Pferd rechts rein und das Schauspiel nicht. Aber dann fällt es öfter mal anders aus. Und dann muss man reagieren und sagen, okay, den Teil müssen wir später machen oder wie kann ich schneiden? Aha, dann bräuchte ich noch hier was in der Mitte und so. Und dann machen wir jetzt so Einzelteile. Idealerweise ist sie halt, wenn wir hier in der Kurve sind, kommt sie da auf uns zu und wir sind da vorne. Ostwind kommt am 21. März ins Kino. Ich würde rangehen. Er ist wie ein Spiegel. Mika fühlt wie das Pferd. Mika hat sich doch nie für Pferde interessiert. Er ist völlig unbrauchbar. Ist er nicht? Sie spürt ihn. Nur ganz wenige Menschen besitzen diese Fähigkeit. Ich bin vielleicht Enttäuschung eures Lebens, aber ich weiß jetzt ganz sicher, was ich kann.